reach a time in the rise that begins. Eine Pilgerfahrt in den Himalaya zu den drei heiligsten Orten Indiens. Badrinath, Kedarnath und Gangotri. Von Rishikesh geht es hinein in die Bergtäler, die 200 bis 300 Kilometer lang sind, zuerst Richtung Badrinath, 3200 Meter hoch, dann nach Kedarnath auf 3600 Meter und schließlich nach Gangotri, wo der Ganges seinen Ursprung hat. Prayag, wo Alaknanda und Mandakini, zwei Quellflüsse des Ganges, zusammenkommen. Das reine und klare Quellwasser des Himalaya war eine willkommene Erfrischung für uns. Von Rudraprayag geht es flussaufwärts nach Yoshimath auf ca. 1800 Meter Höhe und dann weiter nach Badrinath. Unter diesem uralten Maulbeerbaum meditierte Shankaracharya vor 1200 Jahren und hatte hier seine Erleuchtung. Shankaracharya wurde im Jahre 788 in Südindien geboren und pilgerte schon als Kind nach Yoshimath und später nach Kedarnath. Er gilt als Gründer aller Swami-Orden. Dieser Ort hier strahlt heute noch fühlbaren Frieden und Kraft aus. Shankaracharya gründete auch die Tempel von Badrinath und Kedarnath, die unsere nächsten Ziele waren. In Yoshimath besuchten wir auch den schönen Ashram des Shankaracharya-Ordens und die Höhle, in der Shankaracharya meditiert hatte. Er hatte von dort einen fantastischen Ausblick auf die Bergwelt. First time, yes, take a look. Select, okay? We gehen oben, weil oben sitzt der eine. Oben. Der Blick von Badrinath auf den Nilkant. Er ist über 7000 Meter hoch. Badrinath ist ein Heiligtum Gott Vishnus, des Erhalters und Beschützers.
Am nächsten Tag geht es weiter mit dem Bus Richtung Gaurikund. Von dort erfolgt der Aufstieg nach Kedarnath. In Bipalkoti versperrten uns zwei Armeelastwagen den Weg, die in einen Unfall verwickelt waren. Wir nützten die Zeit für eine Teepause. Nach etwa zweistündigen Diskussionen entschloss man sich eher, das im Weg stehende Haus abzutragen, als die Wagen abzuschleppen. Gott sei Dank war unser Bus schwindelfrei. Gaurikund, der Ausgangspunkt des 15 Kilometer langen Pilgerwegs nach Kedarnath, den 3600 Meter hoch gelegenen Shiva-Heiligtums. Hier treffen täglich Hunderte von Pilgern ein, um diesen Weg zu Fuß, auf Pferden oder Mauleseln zu gehen oder sich in Körben von Trägern transportieren zu lassen. Kedarnath ist einer der 12 heiligsten Orte Indiens, die von Gott Shiva selbst begründet wurden. Für die Gläubigen bedeutet diese Pilgerfahrt meist einen Höhepunkt in ihrem Leben und eine spirituelle Reise zur Erlangung der Befreiung von Karmas und Sünden. Hier legen wir nach 5- bis 6-stündiger Wanderung fast am Ende des Weges eine Rast ein. Swamiji und unsere indischen Begleiter aus Jodhpur.
Majestätisch hob sich der 6600 Meter hohe Sumeru gegen den blauen Himmel ab. Chittani naham nacha shrotra jive nacha khrana netre nacha vyoma bhumi nate jo na